Mit dem Ratzeburger SV und dem SSV Güster trafen am 16. Spieltag der Verbandsliga Süd zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander. Eine erste entscheidende Szene des Spiels war ein Foul-Elfmeter gegen den RSV in der 13. Minute. Doch Torwart Tim Nazakiewicz hält sicher. Danach zeigt sich eine deutliche Überlegenheit des RSV. In der 15. Minute fällt bereits das 1:0 durch Janne Zunker. Gefolgt von dem 2:0 durch Malte König in der 21. Minute. Sehr gut. Noch vor Ende der ersten Halbzeit gelingt Janne Zunker in der 39. Minute ein weiterer Treffer zum 3:0 Endstand. Ja! 3:0 beim Ratzeburger SV verloren, Björn. War da vielleicht auch personell heute einfach nicht mehr drin? Ja, in der Tat. Also hätten wir die Unterstützung von unseren 6 Spielern aus der zweiten nicht gehabt, dann hätten wir heute nicht antreten können. Das zieht sich jetzt schon seit ein paar Wochen so aufgrund von Verletzungen. Aber wir haben halt einen sehr schmalen Kader von 14 Mann und wir haben jetzt zu viele Verletzte einfach. Und von daher war das heute sicherlich das Optimum, was wir rausholen konnten aus einem Spiel. Wie schwer wiegt dann auch in der Halbzeit noch die Herausnahme von Vasi Kurt? Ja, ist natürlich immer ein Gefahrenherd, der vorne immer in eine Gegen-Eins-Situation gehen kann. Aber wir sind danach, glaube ich, als Mannschaft, glaube ich, besser läuferisch zumindest zu Werke gegangen. Von daher, sage ich mal, hat die Mannschaft das zweite Halbzeit dann sehr, sehr gut gemacht. Wie blickst du in die Zukunft? Entspannt sich da das Lazarett etwas oder wird es weiterhin so angespannt bleiben? Wir müssen uns jetzt in die Winterpause retten, das ist definitiv so. Wir haben jetzt noch 2-3 Spiele vor der Brust und wir müssen gucken, dass wir gegen Rapid einigermaßen nicht unter die Räder kommen, denke ich. Und dass wir da sicherlich kämpfen werden, aber das wird sicherlich sehr schwer. Aber in Segeberg wollen wir da sicherlich, dass der eine oder andere vielleicht nochmal dazukommt. Aber Lukas Molter sieht nicht gut aus, Kapczynski nicht, Edler wurde mit Kreuzbandriss operiert. Also wir haben viele, wo es sicherlich nach der Winterpause erst wieder weitergehen wird. Gut, dann gute Heimreise und ja, viel Erfolg für die Rückrunde vor allem. Ja, vielen Dank euch auch. Wie wichtig war dieser Erfolg jetzt auch mal gegen einen Gegner von ja, aus der gleichen Tabellenregion? Ja, ganz, ganz wichtig. Das habe ich auch der Mannschaft vor dem Spiel gesagt, dass es ein Gegner jetzt auch auf Augenhöhe ist und dass wir uns da wirklich auch festsetzen im Mittelfeld, dass wir gar nicht jetzt auch abrutschen. Und das haben die Jungs auch gut umgesetzt und das war wirklich heute ganz, ganz wichtige 3 Punkte im Derby. Bisher sah es gegen die Gegner aus der gleichen Tabellenregion nicht so gut aus, eher gegen obere Gegner dann gepunktet. Was haben die Jungs heute besser gemacht im Gegensatz zu den anderen Spielen wie gegen Rönnau zum Beispiel? Ja, zu einem kommt natürlich, dass wir jetzt auch ein bisschen Erfahrung auch reingebracht haben. Auf einem kleinen Kunstrasenplatz haben wir sehr kompakt gestanden. Das wollten wir auch das Zentrum zumachen. Und das haben wir auch schon gegen Büchen 60 Minuten gemacht und gegen Tankstedt hervorragend umgesetzt. Ja, und die Witterungsverhältnisse in Segeberg, die waren natürlich nicht die besten. Und machen wir einen Strich drunter und nehmen jetzt gerne die 3 Punkte mit. Wie wichtig ist es für die Mannschaft, dass auch mit Sven Knut und Janne Zunker wieder zwei sehr erfahrene, die auch über Jahre hinweg sich ja, gefunden haben da vorne im Zentrum, in der vordersten Angriffslinie. Wie wichtig ist es für die Mannschaft auch, dass die wieder da zusammen auflaufen? Ganz, ganz wichtig auch, dass die beiden jetzt auch dabei sind, die Erfahrung haben, die auch bestimmte Abläufe kennen und auch Sicherheit geben den jungen Spielern an unserer Hand. Und schade, dass sich Sven heute nicht belohnt hat, aber die Tore, die hebt er sich dann auch für wichtige Spiele dann auch auf. Und ein großes Kompliment heute auch an Janne Zunker. Auch von draußen aufgefallen, Janne Zunker, sehr gutes Spiel gemacht. Möchtest du noch ein, zwei weitere herausheben vielleicht, die heute sehr gut performt haben? Sagen wir es mir so, die Gemeinschaft im Kollektiv hervorragend heute gearbeitet. Schlüsselszene war sicherlich der Elfmeter, da kann das Spiel ganz anders laufen. Da hält Tim hervorragend und im Gegenzug netzt dann Janne auch ein. Also
Tim mit seiner Sicherheit strahlt das auf die beiden Innenverteidiger aus und auch Lars Bing und Henrik Kaiser heute sehr aggressiv, immer präsent im Zentrum. Ja, also es gibt keinen Abfall, aber die Älteren haben heute das gut gemacht. Vielen Dank und dann viel Erfolg in den nächsten Wochen.